Noch sind sie klein, aber es steckt Großes in ihnen. Die Piwis, pilzwiderstandsfähige Reben. Mit ihnen will das junge Winzerpaar Niklas Eisenacher und Cosima Lindenauer aus Östrich-Winkel ökologisch und nachhaltig Wein anbauen. Die Piwis sind resistent gegen Mehltau und kommen mit der zunehmenden Hitze viel besser klar. Wir brauchen bis zu 90% weniger Spritzmittel oder in guten Jahren auch gar keine Spritzmittel. Und können trotzdem 100% gesunde Trauben produzieren. Und dadurch haben wir natürlich zum einen eine CO2-Einsparung. Und was uns auch besonders wichtig ist, dass wir nicht 10-mal im Jahr mit dem Traktor über den Boden fahren müssen. Cosima und Niklas studieren im letzten Jahr Weinbau an der Hochschule in Geisenheim. Vor einem Jahr haben sie ein konventionelles Weingut übernommen und modeln es jetzt Lage für Lage um. Es muss ein Umdenken jetzt passieren, weil in mehreren Jahren ist es einfach zu spät. Also wir müssen jetzt damit anfangen, Alternativen zu finden. Und Piwis sind eine tolle Alternative und bieten einem halt die Möglichkeit, ökologischer zu wirtschaften. In ein paar Tagen wollen sie ihr Weingut Prana eröffnen, inklusive Yoga-Studio. Der erste Jahrgang der Krieger heißt nach einer Yoga-Position. Im Weinkeller selbst alles Natur, keine Zusätze. Wir schreiben uns auf die Fahne, wirklich dem Wein nichts hinzuzufügen und auch nichts rauszunehmen, sodass wir unverfälscht den Geschmack auch auf die Flasche bekommen. Das ist uns einfach sehr wichtig. Es erzeugt charaktervollere Weine und widerspiegelt auch dem Jahrgang. Ein paar Ecken weiter. Weingut Corvas Kauter. Das Besondere hier, Vater Matthias und Sohn Philipp lassen ihre Bio-Weine seit Februar in CO2-neutrale Flaschen abfüllen. Das spart viel Ressourcen und Energie. Eine Zukunftsidee, mit der sie im Rheingau die Ersten sind. Wir haben sie mit Biomethangas produzieren lassen statt Erdgas. Wir haben mit Ökostrom aus Wasserkraft gearbeitet statt mit konventioneller Energie. Und wir haben sie etwas kleiner gemacht, natürlich, um so viel Ressource zu sparen wie möglich. Ist sie 2 Zentimeter kleiner geworden, bei selben Inhalt natürlich. Also es passen immer noch 750 Milliliter rein, das ist auch ganz wichtig. Sie ist nur ein bisschen dünner, trotzdem bruchsicher geworden. Für die Winzerfamilie eine wichtige Investition in die Zukunft. Zurück zum Weingut Prana. Weinkredenzen ganz ohne Flaschen, das ist die Idee von Start-up-Gründer Philipp Neveling. Auch er hat Weinbau in Geisenheim studiert. Als erster in Deutschland will er ein Mehrwegsystem für Wein an den Start bringen und möchte Winzer, aber auch Gastronomen davon überzeugen, den Wein in sogenannten Kecks aus Edelstahl auszuschenken. Hier passt der Inhalt von 27 Flaschen rein. Wir möchten ein nachhaltiges Mehrwegsystem aufbauen und nutzen halt eben dafür als Verpackung für den Wein das Keck. Das kann man fast über 30 Jahre nutzen. In Frankfurt, Marburg und Berlin sind übrigens schon die ersten Kecks im Umlauf. Für den Weinbau im Rheingau ist klar, es braucht gute neue Ideen für die Zukunft. Denn der Klimawandel wird auch hier nicht Halt machen.